Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parasite Eve 2, zu unserem Part 7. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass das so lange wird. Aber hey. Was muss, das muss. Ja, wir gehen jetzt in diesen Raum rein. Laboratory Level. Shelter, aber ja. Wir gehen jetzt in diesen Raum rein. Ein bisschen leiser für mich machen. Aber genau da müssen wir hin. Zu diesen Boxen. Nach unten. Und dann erwartet uns, ich habe ja ein bisschen vorgespielt, ich habe ein bisschen geguckt, was auf mich zukommt, aber nicht zu weit. Die ganzen Kameras, die brauche ich gar nicht eigentlich. Ist da die Box jetzt kaputt? Naja, machen wir die kaputt. Wir sind ja noch im Kampf. Gibt ja Experience Points. Nach unten. Ja, jetzt können wir nach unten, nachdem wir das alles hier kaputt gemacht haben. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet auf den Endkampf. Coole Idle Animations auch. Ja, ich schenke mir nur kurz was ein. So. So, die Kehle befeuchte ein bisschen. Da ist sie. Nehmen wir alles. Ich muss noch mal gucken, was ich im Use habe. Ja, Granaten ist gut. Buckshot ist auch gut. Wasser, Medizin nehmen wir lieber austauschen durch Level 3.
P-Energy. Betäubt den Gegner für kurze Zeit. Oh, können wir mal verstärken, wir haben ja sonst nichts hier. Ja. Und Use, dann können wir noch. Ja. Ja, die Boxen werden dann auch nicht mehr benutzt von der alten. Ja. Granate. So, schnell nachladen. Was ich zum Beispiel brauche, ist jetzt Leben.
Okay, come on. Moment, ich muss mal kurz Pause machen. Werde das kaum merken. Okay, Leute. Okay, dann gerade. Komm schon. Granatenparty jetzt. Jo. Ah, das war gut gemanagt. Granatenparty, Baby. Wählen. Alles MP-Wasser Level 2, ne? Ach komm. Benutzen. Jupp. Kleiner Parfümspray setzt unangeahnte Kräfte frei. Verschieben. Verschieben. Geil. Endlich haben wir ihn. Der Kleine ist unser Ziel. Ja, ich weiß. Okay, bringen wir es hinter uns. Yep. Ja, ein kollektiver Zusammenbruch erstmal. Eve, Baby. Hey, ja. Dieses süße Ding. Ist sie denn so gefährlich? Psst, leise. Dieses Kind heißt Eve. Stand auf dem Helm.
Ihr seht, er ist sehr rein. Ich weiß es. Das ist ein Psychohelm. Ein Freund hat mir mal ein ähnliches Ding gezeigt. Diese Organisation versucht, über Eve die NMCs zu kontrollieren. Deswegen wurden zuerst ihre Gefühle gezüchtet. Und sie dann durch ihre Urinstinkte zu kontrollieren. Urinstinkte? Ja, Furcht. Gedankenkontrolle, die ihre Urinstinkte weckt. Ich glaub's nicht. Sie ist doch noch ein Kind. Anscheinend hat's nicht geklappt. Das Ergebnis siehst du ja. Neomitohondrien kann man nicht kontrollieren. Wenn man überlegt, dass jeder Mensch Mitochondrien besitzt. Für die Mitochondrien war dieses Projekt die Chance. Sie mussten nur so tun, als ließen sie sich kontrollieren. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, die NMCs hätten sie in den Tower verkrochen. Hätten sich in den Tower verkrochen, ja. Dabei war es nur eine Demonstration ihrer Kraft. Oh, shit. Ja, ich kläre das mal gleich. Gut möglich. Ich wollte aber von niemandem ausgenutzt werden. Deshalb hatte sie sich eine Barriere aufgebaut. Oh, Mann. Moment mal. Woher weißt du, dass NMCs im Tower waren? God damn it, dieses Telefon. So, erstmal. Mann. Ja, die Technik heutzutage. So, jetzt müsste es eigentlich weniger Störungen geben. Ich kann da nicht viel machen. Der HD-Anschluss oder beziehungsweise Kabel gibt nicht viel her. Aber das ist so. Die Natur, ja, das ist halt die Natur der PS3. So, erstmal. Use. MP-Wasser. Verschieben. Und ich habe nur Medizin. Ja, Medizin. Wäre schon mal wichtig, dann einmal benutzen. Ah, hat er nicht benutzt, ne? Ja. Alles klar. Aha, Berserker. Das wäre nicht schlecht. So, dann haben wir das. So, bevor wir das Telefon abnehmen, gucke ich mir nochmal kurz um. Wer zum Teufel treibt seinen Unfug? Tja, das frage ich mich auch.
Wahnsinn, ein Kind so etwas aufzusetzen. Da ist doch. Eve, ich leih's mir aus. Autogerät erhalten. Ja, was haben wir da aufgehoben? Was haben wir da aufgehoben? Ein Mini-Displayer. Tasche beugt Konfusion und Wut vor. Ah, ein Discman. Das ist. Okay, dann würde ich sagen. Was ist mit Eve? Ah. Okay, dann wollen wir mal. Hm? Ob das bloß ein Spielzeugtelefon ist? Was? Ein Kind? Eve? Ein Mädchen? Hm. Das habe ich nicht erwartet. Ein Glück, dass du heil bist. Komm erstmal einmal zurück. Und bring das Kind mit. Gib mir mal deine Position durch. Ein Heli wird euch abholen. So. Dingeling. Speichern, Baby. Alles klar, Speichervorgang beendet. So, ich will noch mal kurz gucken, wie viele Granados habe ich hier? 18 Stück, nicht mehr so viele. Dafür habe ich davon sehr viel, das heißt. Alles klar, dann werde ich davon welche nehmen. Okay. Ein bisschen mit der Shotgun Action haben gleich. Wenn ich die überhaupt brauche. Wer war's? Hat aufgelegt. Jemand will wohl wissen, ob wir im Zimmer sind. Hierher. Okay. Oha, die Golems. Du auch, Keil. Der will erstmal da bleiben. So, so. Keil. Gehen wir? Ich lasse Eve nicht hier. Hm, wieso will sie nicht gehen? Bin hier überwacht. Aha. Monitor für die Kapseln hinten. Keine Zeit dafür. Mal reinschauen. Ja? Was zum Eves Geschwister?
Und meine. Kai hat das Loch abgedeckt. Trotzdem stimmt Gas hinein. Das ist aber jetzt ein bisschen dumm. Eve? Sagen, dass sie bleiben möchten. Oh, das musste ich machen. Ach, komm schon. Oh, muss ich mehr im Dialog mit ihr machen? Oh Mann. Das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt ein bisschen... Wir müssen raus. Komm jetzt. Eve. Oh, das war jetzt aber... Okay. Leute, ich komme gleich nochmal zu der Sequenz. Ich habe das ein bisschen verkackt. Also wenn ich die Chance habe, das nochmal neu zu machen, dann sehen wir uns gleich. Okay, meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder da. Hier aufbauen, ist ja klar, ne? Ein Lastaufzug. Keine Ahnung, wohin er fährt. Natürlich. Wir müssen raus. Oh, da sind wir. Ah, sie rennt weg. Eve, was ist los? Ah, hier sind wir. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Ah, okay. Ah, ich habe da irgendwo einen Gegner verpasst. Mein Gott. Hat sie alle vernichtet auf dem Weg. Ja, dieses Kind ist gefährlich. Definitiv. Was ist los? Hey, keine Bewegung. Sonst breche ich ihr die Wirbelsäule. Sie hat nichts damit zu tun. Lass sie gehen. Und ob sie was damit zu tun hat. Hier Nummer 9. Ich habe die Königin. Mach den Heli-Start klar.
In 20 Minuten. Verstanden. Wir sind aufgeflogen. Tempo. So sieht's aus. Ich würde ja so gerne mit dir spielen. Hab aber leider keine Zeit. Sei unbesorgt. Meine Jungs werden sich um dich kümmern. Viel Spaß. Halt! Was hast du vor? Keine Sorge. Sie ist eine wichtige Saat. Ich werde sie nicht killen. Sie wirkt sowieso ein wenig leblos. Warte! Hey! Fast hätte ich vergessen, mich zu bedanken. Du hast für uns die Barriere durchgebrochen. Vielen Dank dafür. Ich. Eve. Sie wollte jetzt wahrscheinlich nicht in einem Kampf sie aus Versehen kaputt machen, also beziehungsweise erschießen. Keinen Kollateralschaden machen. Irgendwo auch verständlich. Oh, Moment, Leute. Alles klar. Machen wir weiter. Ich würde schon mal das benutzen hier. Millimeter Spaten. Nee. Obwohl, ach, ich nehme alles. Ich muss garantiert nach oben. Pumpgun macht jetzt nicht so viel Schaden. Ich nehme mal vorsichtshalber Medicine. Die wollen ja, dass ich das mache. Energy Shots. Und ich spiele mal ein bisschen damit. Das ist nicht schlau. Das ist aber absolut nicht schlau. Okay. Nehmen wir mal die Kugel.
Das waren drei auf einmal, okay. Ah, wie sähe es aus, wenn ich diese Fähigkeiten nicht hätte, ne? Wir müssen jetzt bestimmt zum Parkhaus. Garantiert. Was? Die haben die Systeme wieder angeschaltet? Ich muss eigentlich hier lang, glaube ich, ne? Aber ich will mir noch ein bisschen Munition holen, deswegen. Okay. Das war not bad. Nehmen wir alles. Weil ich wollte mir jetzt noch ein bisschen Muni holen, oder war das im nächsten Raum? Nee, das war im nächsten Raum. Okay, alles klar. Das ist Laboratory. Ach, das ist gar nicht das Stockwerk. Vor allem. Dann würde ich trotzdem sagen. Ich würde das schon gern bis hierhin speichern. Energy, jo, habe ich genug. Ach, das ist die XP. Achso, alles klar. Bounty Points, ja, ich muss mir echt gleich noch neues Zeug holen. Wie? Das Mädchen wurde entführt? Dieser Affe, oder? Verdammt. Das Kind ist unschuldig. Ich werde mir diesen feigen Hund schnappen. Moment mal. Sprache von einem Heli? Ich muss neben den Stollen. Es muss neben den Stollen einen zweiten Eingang geben. Ein großer Eingang, wo Fahrzeuge durch können. Such diesen Eingang. Ja, wir müssen zum Parkdeck. Ich weiß auch wo. Ich glaube, ich werde gleich andersrum gehen. Dann nehmen wir doch mal den Fahrstuhl. Ich werde doch nicht so außen rum gehen. Ja, nee. Mit dem lege ich mich nicht an.
Wie abgesperrt? Da muss ich doch wohl mit denen kämpfen. Gibt aber wohl erstmal keine andere Idee. Ja, sehr schön, dass du ihn für mich erledigt hast. Ich bin aber taub und stumm. Riot und so. Ah, Armory. Ich will zur Armory und da muss ich jetzt einmal rum. Okay, dann machen wir das. Ja, das ist offen. Das haben die abgesperrt, die blöden Idioten. Nee, also da muss ich jetzt ganz klar den Kämpfen ein bisschen aus dem Weg gehen. Das war ja auch geradeaus, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, dann müssen wir da durch. Die haben die Sicherheitssysteme wieder angemacht. Diese verdammten Idioten. Ey! Dass es solche Gegner gibt, ey. Hammer. Oh, ich will doch nur weg. Junge. Wie? Ey, ey, ey! Nee. Das gehe ich nicht ein. Also das brauche ich gar nicht. Den Shit. Was ich brauche ist das hier, Eo, und das hier, alles klar.
Natürlich. Nee, das war ein Fehler. Da sind zwei von denen und ich dachte, ich kann nur gegen den einen kämpfen. Egal. Okay. Munition. Ach. Riots. Erstmal davon. Okay. Ja, das reicht völlig. Schutzkleidung. Nee, das brauche ich gar nicht. Sonstiges. Nicht genug. Ah, scheiße. Protein, das hätte ich jetzt gebraucht. Das haben wir alle schon geholt. Okay, dann sind wir jetzt schon mal. Ach so, dann können wir das gleich benutzen. Davon habe ich ja genug. Und diese Spaten, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die hätte ich auch ablegen können. P-Energy. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ein bisschen managen muss sein. Uhuhu. Jo, danke sehr. Das war doch gut. Alles wählen. Kann ich da einfach durch, um zu speichern? Jo, dann gehe ich da auch hin. In dem Zustand würde ich das schon gern speichern, das, was ich da habe. Und dann lege ich auch diese Kugeln ab, die ich nicht brauche.
Spaten. Obwohl, warte, da sind noch Sachen, die ich so nicht brauche. Zum Beispiel das Weihwasser verschiebe ich mal, den MD-Player verschiebe ich mal, GPS verschiebe ich mal, weil das brauche ich auch nicht mehr. Und das sind alles nur wichtige Sachen. Dann sortieren. Obwohl, ich will mal kurz gucken. Die sind ein bisschen schwächer. Ich bin informiert worden. Hören Sie zu. Es werden Schritte eingeleitet. Die Marines werden ausrücken. Seien Sie also unbesorgt und überlassen Sie alles ihnen. Okay. Dann werde ich gleich mal mit Granados auf die zugehen. Diese Speicherstätte muss man eigentlich angehen. Nö, das muss ich mir nicht geben. Dann würde ich sagen, damit wir auch weniger in der Tasche haben, nochmal Medicine. Ne, wir haben ja sonst alles hier schön. Alles klar, die Bugshot. Aber erstmal Airbust. Gut, ich warte auf Ihren Anruf. Hätte ja sein können, dass wir da immer so einen fetten Gegner haben. Das Bedienungspult für den Abstellplatz. Oh, die Lampe leuchtet. Wer hat denn Sturm? Drücken. Aha.
leer. Die rechte Tafel bedienen. Okay, kleines Rätsel. Okay, haben wir hier was? Ein Elektroauto. Ich steig mal ein, fahren. Falscher Schlüssel. Es ist der falsche Schlüssel. Scheiße. Vielleicht mache ich mal den zu. Oh ja. Die Kiste war dazwischen geklemmt. Okay. Use. Ein größere Gürteltasche. Zusätzliche Tasche für Westen. Benutzen. Ja, geil. Verschieben. Schön. Okay, ich verstehe. Oh, ich verstehe es. In 10 ist was drin, in Dings ist was drin. Ich steig mal ein, fahren. Falscher Schlüssel. Das ist der falsche Schlüssel. Ah, scheiße. Ah, die 4 hatte ich noch nicht. Ich glaube, der Hinweis ist auch auf dem Schlüssel. Ne, Key Items. Ein Schlüssel mit einem Halter. Der Schlüssel wird in dem Halter gesteckt. Er dient als ID-Karte. Moment, ist hier drüben noch was? Oh. Der Pult für das Tor. Etikettenkarte durchziehen, Tor wird geöffnet. Alles klar, da weiß Bescheid.
Das ist leer. Okay, das ist leer. Okay, dann nutzen wir nochmal Rot. Ja, aber da ist nichts drin, weil die sind leer, ne? Also nur da, wo was leuchtet. Okay. Ja, Rätseltime, Leute. Komm schon, der muss es sein. Ist der falsche Schlüssel. Ey, dann muss es doch der sein. Okay. Muss es doch die drei sein da oben. Irgendwelcher muss es ja sein. Jo, rot. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ich brauche nur die Karte durchzuziehen. Ja, wieso benutzt du die nicht? Okay, ja. Okay, bin gleich wieder da, Leute. So, da bin ich wieder. Okay, ja, aber haben wir nicht eine Karte? Key Items. Bowman-Karte benutzt. Meine ich ja. Mit dem Wagen hinausfahren. Airlock. Ich muss den Typen finden und ihn retten. Boah, so eine verdammte Scheiße.
Oh, ist das anstrengend. Oh, was ein Arsch. Was ein Arsch. Ach, das ist... Ist das Mist. Ja, okay, Leute. Ich lade das nochmal neu. Wir sind gleich wieder da. Okay, Leute, da sind wir wieder. An derselben Stelle. Oh, musste mich greifen. Ah, Alter. Ja, klar. Och Mann, das ist doch echt nicht witzig hier. Auch das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Nee, wieso gebe ich mich damit überhaupt ab, ne? Kann mich eigentlich auch verpissen. Das war alles umsonst. Naja, egal. Weil ich brauche eigentlich Energie für hierfür. Och, der ist auch noch da. Ach du Scheiße. Das war dumm. Ja, danke. Thank you.
Ja. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer gerade, aber hey. So, P-Energy. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir alles auf Level 3. Wir sind voll aufgerüstet. 120, 100. Ja, ja. Okay, das könnte gut laufen. Airbust. Alles klar. Okay, dann müssen wir da lang wahrscheinlich. Der einzige steht auf Locked. Ich kann es nicht entriegeln. Das ist doch das Motorrad von Number 9, das im Stollen gesehen habe. Ist ein Emblem. Kein Zweifel. Hey, das ist doch Eves Stofftier. Dieser Bastard. Verriegelt, aber da oben ist doch grün. Die Anzeige steht auf Locked. Ich kann es nicht entriegeln. Ja, Kamera, du bist gerade ein bisschen blöd. Meine ich doch. Eine Sperre für das Tor, das nach draußen führt. Komisch. Das Passwort wurde schon eingetippt. Da bewegt sich was. Die Speer ist entriegelt. War ich jetzt mit dem Auto raus, oder? Ah ne, jetzt blinkt das. Schloss ist entriegelt. Ich muss nur noch das Pult. Thank you.
Okay, dann haben wir es doch noch hinbekommen. Ja, mit ein paar Granaten. Airbus, alles wählen, ja. Bomben. Okay. Ich öffne das Tor. Puh. Mensch, Mensch, Mensch. Eine harte Geburt. Yo. Gegen die alle sollte ich kämpfen. Ja, jetzt kommt die Kavallerie. Jo, ganz schön harte Szene hier. Die machen die ja kaputt wie die Fliegen. White House, Washington DC. Oh, Verschwörung wahrscheinlich. Und? Wie ist die Lage? So gut wie unter Kontrolle. So gut wie? Was soll das heißen? Ein Areal ist durch eine Biobarriere geschützt. Genau wie vor 3 Jahren? Vermutlich. Das MITF soll sie durchbrochen haben. Es scheint noch eine zweite zu geben. Ist unser Ziel dort? Ich nehme es an. Berichte gibt es noch nicht. Und unser Mann? Wir haben keinen Kontakt. Verdammt. Was können wir noch tun? Der Plan D. Wir müssen es vom Orbit aus vernichten. Wie lange dauert der Rückzug? Dafür ist leider keine Zeit. Sie werden als Helden in Arrington bestattet werden. Alter, Vernichtungsschlag, ey. Es läuft. Und ich soll den Befehl geben. Mr. President. Das Schicksal von 260 Millionen Menschen steht auf dem Spiel. Das weiß ich. Jetzt sind wir wieder in Dryfield, wa? Komm ich doch. Neomitohondrien. Man hat ihnen was verschwiegen. Das sind die Übeltäter, die diese Kreaturen hervorbringt.
Deswegen also der Bioalarm im Bunker. Die Neometeorhonden lauern nun irgendwo, um sich einen neuen Wirt zu suchen. Unglaublich. Nun, wir sind alle mit ABC-Schutz ausgerüstet. Ach ja. Glauben Sie denn, dass das was nützt? Wir haben Berichte über monsterartige Wesen erhalten. Aber Anzeichen von Mutationen gibt es nicht. Sie sollten trotzdem Ihre Männer untersuchen lassen. Verstehe. Ich werde es anordnen. Wie sieht das eigentlich mit Ihnen? Wie steht es eigentlich mit Ihnen? Sir? Entschuldigen Sie mich. Aha, den Dialog kriegen wir nicht mit. Eve. Agent Breyer? Agent Breyer. Eine schlechte Nachricht. Wir haben das gesamte Areal durchsucht, aber den Riesen und das Kind könnten wir nicht finden. Hä? Es war niemand mehr da. Verstehe. Haben Sie wirklich alles durchsucht? Ich will ehrlich sein. Das ist eine Stelle, wo wir nicht hinein können. Also doch. Haben Sie eine Idee? Ja. Ich denke, ich kann's knacken. Darf ich also rein? Na gut. Wir haben den Bunker gesichert. Mit Ausnahme der untersten Etage. Seien Sie also vorsichtig. Danke. Okay. Das ist mal was Schönes, Angenehmes. Da muss ich echt nach vorne mit ihm hier. Wir lauten Ihre Befehle. Erstens die Terroristen ausschalten. Zweitens den Bunker sichern. So lauten unsere Befehle. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen kann. Eine Kiste mit Rationen. Ja, würde ich gerne nehmen. Das Chosop hat in der Ortschaft nichts gefunden. Verstehe. Sie erfahren es als Erste. Vorsicht, das ist Top Secret. Daten der Golems? Wie haben Sie die so schnell bekommen? Ist etwas? Nichts. Ein PC mit einem Standleiter, ein Desktop-PC. Die sind ja ganz gut ausgerüstet. Agent Breyer, wir haben beide unsere Berufsgeheimnisse. Naja. Kann ich Medikamente haben? Sicher, nur zu. Jo. Nichts von Interesse. TNT-Sprengstoff. Und was ist hier? Kann ich mir was nehmen? Bitte sehr.
Sonst ist nichts mehr drin. Das ist nett. Oh, also von der Schwachen habe ich jetzt 10. Das ist gut. Ringerlösung. Verschieben. Jo. Naja, das bewahre ich mir noch auf. Das ist doch ein bisschen. Jetzt ein bisschen zu krass. Moment, ich schaue mich nochmal um. Oder geht es gleich in die Action? Flint! Wie bist du? Aber wir sind noch nicht der Dreifige. Hm? Er trägt etwas am Hals. Kapselbehälter. MP-Wasser. MP-Wasser. Cool. Hey, Flint. Danke. Hey, da ist sogar mein Partner. Läuft bei euch. Da ich die Bugshots nicht benutzen werde. MP-Wasser. Verschieben. Und Ringerlösung. Verschieben. Kann ich Munition haben? Das sind die Almighty Elf Hunterin. Leutnant Grant gab mir Bescheid. Bitte sehr. Danke. Okay, wollen wir schauen. Wow, ein komplettes Munitionssortiment. Ich habe ja die Erlaubnis. Kann ich gut gebrauchen. So, Nachschub. Warte, welche... Ah, die Rifle-Munition benutzen die nicht, ne? So, so. Also von der Backstadt habe ich echt viel erhalten. Na, okay. Die denken echt, ich... Hier scheint es ja gut zu gehen. Du bist extra hergekommen? Eigentlich wollte ich ja nicht. Hier, ein Geschenk. Magnum-Patron. Toll, ich habe nicht mehr eine Magnum. Oh, Mongoose. Ich dachte, keine Verstärkung. Ich habe Urlaub. Wie? Ich bin nur hier wegen der guten Luft. War ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Aha. Ich will nicht, dass ein Kollege krepiert und ich die ganze Arbeit machen muss. Danke, Rupert. Ich würde ja gerne mitkommen, aber sei vorsichtig, okay? Klar, danke. Okay. Wir haben jetzt die... Oh, entwickelt von Dr. Maeda.
das ist jetzt natürlich Shit. Ich habe zwei Granaten. Dann wechseln wir austauschen. Dann wechseln wir die mit der. Naja, obwohl, wir gucken erstmal. Wir haben sie ja erstmal mit. Wir können ja erstmal gucken, wie das hier ganz ausgeht. Gucken wir erstmal rum. Ah, oh, dann geht's schon direkt da rein. Alles klar. Oh, was ist denn hier los? Sie wünschen? Kann ich Waffen haben? Ach ja, DMITF, klar, ich weiß Bescheid. Nehmen Sie sich was. Munition. Power 220, 270. Ah, 60, okay, ja, ja. Ah, Magnum-Munition. Ja, genau. Shit, Alter. 70, 90. Medizin Level 3, Medizin Level 3, Medizin Level 3, Medizin Level 2. Okay, alles klar. Wirken auch auf Gegner, die in der Luft schweben. Ja, immer schön umgucken, Leute, bevor man hier reingeht. Wirklich? Wirklich eine Ehre, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Eine Ehre? Ich wusste nicht warum. Dryfield. Der Stollen. Und die Kanäle sind gesperrt. Dritten heilen sich noch Androiden auf. Seien Sie vorsichtig. Viel Erfolg. Okay. Dann haben wir uns gut ausgerüstet. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ungefähr. Ah, kann ich nicht etwas ablegen? Das wäre nicht schlecht. Jus. Also, die SP behalte ich noch. Also die SP behalte ich für den Endgegner. Die Magnum-Munition, weil 70, 40. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Spaß. Die Granaten, die will ich gern behalten. Airbust. So, austauschen. Ich würde schon sagen, wenn wir einmal Medizin 2 mit. Ein Funkgerät mit einer Kodierungsfrequenz. Könnt ihr das Funkgerät mal kurz benutzen? Sir? Gut, Sie dürfen.
Was? Die Armee? Das waren keine Marines. Was soll das heißen? Gut, kommen Sie erst einmal zurück. Das kann ich nicht. Ich darf das Kind nicht im Stich lassen. Kommen Sie zurück. Das ist ein Befehl. Nein, ich werde Sie suchen. Aber die Mongoose habe ich nicht so oft benutzt. Fischernd. Flüchten. Oh ja, da haben wir jetzt ein bisschen zehnmal geflüchtet. Aber naja, was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? Speichervorgang beendet, alles klar. Okay, dann haben wir echt gute Waffen. Dann gehen wir mal wieder rein. Geht das hier schon seinem Ende zu, oder? Was geht hier ab? Das Tor lässt sich nicht mit der Hand öffnen. Das muss es doch einen Schalter geben. Oh ja. Nochmal hier hin. Der Schalter für das Tor. Eve. Nur ich kann sie da rausholen. Ja, okay, das haben die gut gesäubert hier. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Es lässt sich wohl an diesem Pult öffnen. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir hier durchkommen. Der Zeige steht auf Locked. Ich kann es nicht entriegeln. Okay. Personalluftschleuse. Ja, man muss hier tatsächlich ein bisschen survivalmäßig hier durch die Gegend eiern. Das E-Auto fahren. Hallo, Agent Breyer. Hier spricht Lieutenant Grant. Wir haben den Rückzugsbefehl erhalten. Sie sollten so schnell wie möglich zurück. Sie wurden noch nicht gefunden. Verstehe. Dann gehen Sie. Aber Sie müssen sich wirklich beeilen. Okay, ein Bereich, wo die nicht hingehen kann. Das muss unten sein. Oh, wie schön, dass gerade keine Gegner sind. Einfach nur schön durchgehen. Das ist jetzt die Frage, ob ich da jetzt wieder durch kann, ne? Oh. Sind Sie okay? Wer ist da? FBI. Ich kann nichts sehen. Bin radioaktiv verseucht. Dieser Hitzestrahl hat mich vorhin verseucht. Ich bin tot. Retten Sie Ihre Haut. Keine Sorge. Es ist kein
der Radioaktivität. Die Mitochondrien im Körper haben kurzzeitig Hitze erzeugt. Sie werden wieder sehen können. Wirklich? Halten Sie durch. Ich muss jetzt los. Verstanden. Sie haben recht. Ich fühle mich besser. Ich komme allein klar. Bis später. Okay, das ist eine sehr komische Konversation. Hey, Sie dürfen da nicht. Natürlich kann ich. Ich bin... Air fucking Brayer. Okay. Jetzt habe ich endlich die Chance, die Kacke hier zu lassen. Okay. Okay, erstmal das verschieben. Das werde ich nicht brauchen. Okay, alles klar. Use. Jetzt haben wir alles dabei, was wir brauchen. Sortieren. Einen kurzen Moment, ich will noch kurz was holen. Okay, Leute, da sind wir wieder. Hey, Aya, ich hab's gehört. Wieder auf eigene Faust? Aber das war okay. Du musst sie finden. Ich meine, ja, wir sind jetzt nicht weit gegangen und haben jetzt wieder gespeichert, aber... Huiuiuiui. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ende des Spiels ist, worauf wir hier uns hier zubewegen. Wie ist das denn? Okay. Keine Sorge, die Kleine ist genau wie du. Sie wird dir alles beibringen. Hände weg von Eve. Ah, willkommen. Der Clown betritt die Manege. Die Show kann beginnen. Leider haben wir nur einen einzigen Gast. Kyle. Danke dir. Dank dir können wir Eve, die Königin, nicht mehr evakuieren. Die ganze Arbeit, das ganze Geld war also umsonst. Auch mein Schutzsystem wurde deaktiviert. Ich werde sterben. Aber nicht umsonst. Ich werde die Mission ganz allein zu Ende führen. Die Welt wird dann mir gehören. Lustig, was? Was hast du vor? Schön, bevor du stirbst, solltest du es erfahren. Wenn die Königin mit der Larve verschmilzt, wird neues Leben entstehen. Eine ganz neue Spezies. Die Menschheit wird sich zu NMCs weiterentwickeln.
Ich bezweifle, dass die Menschheit sich das wünscht. Gerade deswegen muss sie sich ändern. Verstehst du nicht? Sie muss aufhören, die Natur an sich anzupassen. Aufhören, sich Glücklichkeit herbeizusehen. Glückseligkeit herbeizusehen. Solche Lebewesen hatten seit jeher keine Zukunft. Das glaube ich nicht. Hey, Madigan. Mach es ihr begreiflich. Kyle. Hör nicht auf ihn. Die Organisation garantiert uns die Zukunft der Menschheit. Bevor die Menschheit existierte, gab es nichts, was die Erde bedrohte. Gegenwärtig wird sie jedoch von ihren eigenen Kindern gefressen. Aber wir haben endlich einen neuen Lebenszyklus geschaffen. Ein System, in dem die Menschheit sich selbst frisst. Das hört sich zwar grausam an, aber immerhin besser als Frieden, Freiheit und Glück zu predigen. Obwohl sie keine langfristigen und wirksamen Lösungen in Aussicht ist. Tja, da ist sie sprachlos. Die Menschheit besteht zum einen aus Aasfressern, die von Gier und Herrschersucht oder aber aus ignoranten Dummkämpfen. Die Neometeorhonden sind Spiegel, die uns ihre wahre Gestalt vor Augen führen. Du hast sie doch gesehen. Diese hässlichen NMCs. Es sind Abbilder der Seelen dieser Menschen. Diese Menschen habt ihr doch alle entführt. Nein. Es waren alles Freiwillige. Wir haben ihnen ewiges Leben versprochen. Puh. Das ist aber krass. Und diese Gier haben prompt angebissen. Die Armee rückt näher. Wir haben wenig Zeit. Es reicht, Madigan. Schaff sie beiseite. Verstanden. Kyle? Danke, dass du Eve für uns gefangen hast. Was? Nein! Sag, dass es nicht wahr ist. Boah! Der knallt sie tatsächlich ab. Alter, das habe ich vollkommen vergessen. Als ich klein war, fühlte ich dieses Eingeengtsein, wenn man anders ist als die anderen. Aber dann stellte ich fest, dass man sich anpassen kann. Genauso ist es mit Neometeorhonden. Sie werden sich irgendwann beruhigen. Du und die NMCs sind lediglich in einer Übergangsphase. So. Sie gefällt dir. Tu einfach so, als ob du dich anpassen würdest. Genau wie ich. Madigan, du Verräter!
Verräter? Das sehe ich anders. Es gibt auch Menschen, die so bleiben sollten, wie sie jetzt sind. Das wirst du bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Ich habe zu lange gezögert. Hätte dich längst töten müssen. Verdammter Idiot, ihr solltet dafür büßen. Hm? Halt! Nein! Ja. Okay. Nimm ich? Kauf ich? Nimm ich so an? Bist du okay, Eier? Ha, du hast mich angeschossen. Kyle? Eve? Bin ich froh. Sorry. Alter, du hast sie angeschossen. Anders hättest du nie erfahren, wie hier, was hier wirklich gespielt wurde. Ich wusste es. Als du daneben gezielt hast. Hier. SQ947C. Zielperson in Sicherheit. Es gibt Verletzte. Bitte um Hilfe. Hm? Seltsam. Ich wiederhole. Square Enix 947C. Nein, Squaresoft. Ja. Du kannst sprechen. Ist das ein Stern? Was? Das ist... Verdammt. Ich Vollidiot. Ah ja. Lauf! Schnell! Ah, jetzt kommt das Ding. Verdammt. Lecker. Oh, wieder so ein Bumsbaby. Natürlich, das kann ja nicht anders sein. Was war das? Eve! Kyle! Bist du okay? Ah ja? Kyle! Mein Gott! Bist du verletzt? Ich nicht, aber Eve ist heruntergefallen. No. Shit. Was? Hol sie da raus. Dieses Monster ist ebenfalls da. Verstanden. Geh. Geh einfach da runter. Ach nein, wirklich. Schnell.
Du klingst so seltsam. Bist du wirklich okay? Meine Unterhose ist verdampft. Wenn du willst, zeige ich dir mein bestes Stück. Ah, war ja klar. Idiot! Ja, ich bin ein Idiot. Wegen einer Frau. So ein Risiko einzugehen. Was, geht ihr jetzt einfach so runter? Eve. Au, die Schusswunde. Oh, ich darf nicht mal speichern. Ein Lift nach unten. Was? Dann noch mit Gegnern? Eieiei. Dann noch diese Bumsgegner. Toll. So. Also die mag ich überhaupt nicht. Die sind ja... Ja, ist klar. Ach, dass sie auch dich von hinten packen können, ne? Diese... ja, dann nehme ich gern alles. Ach so, dann muss ich da lang, okay. Uff. Boah, Eve hängt da. Eve! Das Ding.
Aber wir müssen erstmal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Aber nicht so ganz gut. Aber hey, first try.
Okay, first try, nicht schlecht. Oh, natürlich. Weiter geht's. Ach so. BP, uiuiuiui. Wählen. Benutzen. Alles klar. Granaten. Verschieben. Also. Oh, okay. Ja. Ah, ich muss da hoch wahrscheinlich, ja? Ah, nee. So, bevor ich irgendwas mache. Verschieben. Da. Okay, ich werde die kaum benutzen. Austauschen gegen das da. So, und dann werde ich nur das benutzen. Und nochmal Ringerlösung. Ah, das geht ja nur einmal, ne? Ach, fuck. MP-Wasser. Okay, dann nehme ich doch noch mal die, falls es eng wird. Ach, was mache ich hier? Baumenkarte benutzen. Ja, ich ziehe ein bisschen über die Stränge. Aber hätte ich auch eine Möglichkeit zu speichern, dann. Ah, ja? Oh, das ist Mist. Eve! Das sogar vertont. Okay. Ja.
Mann, das war. Boah. Oh, das ist viel zu. Falsche Richtung. Oh, 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 oh. Komm schon! Okay, dann muss ich wohl oder übel. Das ist doch. Uff, 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 uff. Das ist eine Phase, die habe ich, glaube ich, gehasst. Okay, meine Damen und Herren, dann werden wir das beim nächsten Mal besser angehen.
Und ich sage, nö, wir bringen das zu Ende, meine Damen und Herren. Okay, ich habe weiter vorgespielt bis zum Endkampf. Ich habe das auch einmal ein bisschen selbst durchgespielt. Also ich habe jetzt einen genauen Plan. Das müsste jetzt mega gut ablaufen. Wie gut, dass man das hier alles, gut machen kann. Daher, let's go. Okay, jetzt geht's los. Okay, wir haben es geschafft. Easy peasy lemon squeezy oder was? Ja. Yep. So einfach geht das. So einfach hätte ich es schaffen können. Ja, man muss den Geist halt sehr schnell machen. Man muss diesen Medidisc-Player unbedingt da haben, damit man nicht konfus wird, weil das ist einfach ein Scheiß-Debuff. Da muss man halt mit klarkommen, aber ansonsten geht das ganz gut klar. Ich werde euch spoilern. Wir kriegen nicht die Endsequenz hier, weil ich da gewisse Sachen nicht gemacht habe. Kai. Bist du's, Kai? Ich. Lebe. Ja, du lebst. Wo ist Steve?
Sie ist okay. Sie schläft neben dir. Bin ich froh. Kyle, ich muss dir so viel erzählen. Ich auch. Aber ruh dich zuerst aus. Aber ich, als ich dich zum ersten Mal, hier drüben liegt jemand. Eine junge Frau. Und ein Kind. Zwei Personen. Sie leben. Hey. Sind Sie okay? Ein Wunder, dass die beiden noch leben. Sanitäter, hierher. Ja, meine Damen und Herren, und somit haben wir das Ende dieser PlayStation-Reihe zu Parasite Eve 2 geschafft. Leider ohne der versteckten, also der guten, schönen Sequenz. Ja, wie man sagt, das wäre nur eine Sequenz, wo Eve und er im Museum sind und Kyle kommt aus dem Schatten und man geht jetzt davon aus, hey, die leben jetzt ein glückliches Leben. Ja, was soll ich sagen? Persönlich gesehen, es ist ein tolles Spiel. Ein recht kurzweiliges Spiel. Ich habe jetzt nur genauso viele Chapter doch gebraucht wie für den ersten Teil. Also gameplay-technisch macht es wirklich Spaß. Es hat mehr Resident Evil-Anteile als, also so Survival-Horror-Anteile, als der erste tatsächlich ein RPG mehr ist. Das Spiel ist an sich toll inszeniert, die Story hat auch gewisse Spannungen, aber ich muss persönlich sagen, ich finde trotzdem, dieser Teil endet antiklimaktisch an sich. Ja, man sagt so, oh ja, sie ist am Leben, sie hat's geschafft, hey yo. Da fand ich das Ende von Teil 1 ein bisschen besser. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass die Story mir doch nicht den Charakter kaputt gemacht hat noch. Naja, man wollte halt eher ein bisschen die Mutterrolle an die Backe kleben, was, sagen wir mal, relativ gut funktioniert hat. Also halt der Aliens-Moment halt, ne? Ihr wisst, falls ihr Aliens geguckt habt, ne, dieser großartige Ripley-Moment, wo sie Newt dann befreit vor der Alien Queen. So ähnlich war das ja jetzt hier auch konstruiert, aus eher eine coole Actionheldin weiterhin zu machen. Was ich toll finde, was auch hier ein bisschen thematisiert wird, wie halt ihre Parasite Energy oder wie sie damit klarkommt. Ich muss sagen, nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein gutes Spiel, auch wirklich schön inszeniert, aber ich würde sagen, nicht so gut wie der erste Teil. Also da finde ich tatsächlich, der erste Teil ist immer noch unerreicht. Und ja, also persönlich gesehen, es hat mir wirklich viel Freude bereitet, wieder dieses Spiel zu spielen. Squads. Man merkt aber auch, dass da nicht mehr so viele Original-Leute an dem zweiten Teil dran waren. Na klar, für den zweiten Teil, da lässt man neue Leute ran, neue Ideen einfließen. Ja, Coca-Cola, the Dynamic Ribbon Device and the Counter Bottle Design are registered trademarks of the Coca-Cola Company. Ja, wir hatten hier am Anfang Coca-Cola und auch ein Heilungsalter mit Coca-Cola.
Die kleinen Rätsel, also das PC-Rätsel, das hat mir echt den Rest gegeben. Also das war hart. Ja. Square 1990, 2000. Ich muss auch sagen, der Soundtrack, der hat so ein paar Peaks. Ich finde aber trotzdem, der erste Soundtrack ist immer noch der absolute Hammer. Wow. Joa, EXP. Joa. Ja, das kriegt man nochmal freigeschaltet. Okay. Naja, MP-Wasser kann ich mir schenken. Speichern. Halt für meinen, ja, für meinen dritten Durchgang halt. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, es ist ein kleiner, feiner PS1-Titel und ja, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Ja, ich würde sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Playstage-Reihe bzw. Parasite Eve-Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und denkt an die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, mal gucken, was das nächste Singleplayer, Ding wird, was ich hier durchnehmen werde. Ja, weiß nicht. Wollt ihr tatsächlich Third Birthday sehen? Also, ja, was ich auf definitiv sagen kann, ist, dass Third Birthday allerhöchstens wirklich aufgrund des Gameplays wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Was die Story angeht, total Banane ist. Also Banane Shake sogar. Also wirklich püriert, durch den Shaker geknallt und nichts mehr. Also das hat gar keinen Glanz mehr. Also ich weiß nicht, was denen da widerfahren ist. Ich hätte es mir aber doch eher gewünscht als PS3-Titel. Naja, mal gucken, was ich da für ein Voting machen werde, falls das nicht schon gestartet ist. Auf jeden Fall... Ja, meine lieben Damen und Herren, ich verabschiede mich hier jetzt mit den letzten Worten. Das war Parasite Eve 2. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ja, ich sage, ich bin DK, das Game Stage 5. Und wir sehen uns, ja, spielen uns wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Reihe vom PlayStage. Bye, bye!